Hallo, ihr Lieben. Heute wandeln wir auf Umwegen und befassen uns mit dem Umleiten von Zügen. In den nächsten 15 Minuten erzähle ich euch, unter welchen Umständen ein Zug eine andere als die in seinem Fahrplan vorgesehene Strecke befährt, wer das veranlasst und wie eine solche Maßnahme betrieblich umgesetzt wird. Schauen wir zunächst auf die Autobahn 7, wo der Verkehrsfunk 13 Kilometer Stau zwischen Flestedt und dem Elbtunnel meldet und eine großräumige Umleitung vom Horster Dreieck bis Neumünster empfiehlt. Daran muss sich kein Automobilist halten. Der eine ergibt sich in sein Schicksal und stellt sich auf der A7 hinten an, der andere folgt der Ausweichroute in der Hoffnung, so wenigstens in Bewegung zu bleiben und ganz schlaue versuchen, sich über Schleichwege durchzuschlagen, die nur sie kennen. Stau gibt es leider auch auf der Schiene und Möglichkeiten zur Umleitung bestehen dort, wenn überhaupt, oft nur sehr eingeschränkt. Deswegen ist bei größeren Betriebsstörungen immer wieder zu klären, ob das Umleiten von Zügen möglich und, wenn ja, sinnvoll und mit vertretbarem Aufwand durchführbar ist. Beginnen wir mit einer Umleitung, die gar keine ist. Von April bis Dezember 2023 ist die Schnellfahrstrecke Kassel-Fulda wegen Bauarbeiten gesperrt. Der normalerweise dort entlang sausende Fern- und Güterverkehr nutzt in dieser Zeit verschiedene Wege, vorrangig jenen über Bebra. Das ist im Jahresfahrplan festgeschrieben und die vermeintliche Umleitung für 8 Monate der Regelweg. Sämtliche daraus resultierenden Zugfolgekonflikte wurden fahrplantechnisch zurechtgerückt. Das Ergebnis sind beispielsweise der Ausfall von Regiotrams zwischen Kassel und Melsungen und Zusatzhalte von Cantus-Zügen. Anders als bei einer echten Umleitung finden sich die Fahrplanangaben unter anderem im elektronischen Buchfahrplan der Triebfahrzeugführer und den Fahrplänen für Zugmeldestellen bei den Fahrdienstleitern. Soll also im genannten Zeitraum ein Zug über die noch nicht oder nicht mehr gesperrte Schnellfahrstrecke geleitet werden, ist dafür ein Umleitungsfahrplan zu erstellen. Dazu gleich. Zuvor befassen wir uns mit einer Art der Umleitung, die gar nicht als solche wahrgenommen wird. Das Umleiten unter erleichterten Bedingungen, UUEB. Man kann davon ausgehen, dass dies immer dort möglich ist, wo außerhalb von Bahnhöfen mehr als 2 Gleise parallel verlaufen, also auf im Volksmund 3, 4 oder noch mehr gleisigen Strecken. Solche Situationen sind gerade in Ballungsräumen dermaßen häufig, dass ich mir Beispiele spare. Zwar ist jedem Zug ein Regelweg über eine konkrete Strecke zugeordnet, überall da, wo UUEB Anwendung findet, ist jedoch ein Alternativweg im Fahrplan hinterlegt. Infrastrukturseitige Voraussetzungen für diesen vereinfachten Streckenwechsel sind unter anderem, dass die zusätzlichen Radsatz- und Meterlasten auf dem Umleitungsweg mindestens so hoch sind wie auf dem Regelweg und dort auch keine Einschränkungen beispielsweise für Züge mit Doppelstockwagen oder eingeschalteter Wirbelstrombremse bestehen. Es kann allenfalls passieren, dass UUEB in Verbindung mit Beförderungsbedingungen für bestimmte Züge nicht erlaubt ist. Etwa beim Transport außergewöhnlicher Sendungen wie Lademaßüberschreitungen und Schwerwagen. In einigen Fällen ist UUEB auch bei nicht parallel im Sinne von in Sichtweite nebeneinander verlaufenden Strecken zugelassen. So zwischen Buchholz-Nordheide und Hamburg-Harburg über Hittfeld oder Maschen. Auf bis zu 6 Kilometer voneinander entfernten Schienensträngen. Die Verständigung der Triebfahrzeugführer erfolgt über Angaben im Fahrplan, in Kombination mit Geschwindigkeits- und Richtungsanzeigern oder mündlich per Zugfunk. Auch innerhalb von Bahnhöfen ist jedem Zug sein planmäßiges Gleis vorgegeben. Bei Nutzung eines anderen Gleises spricht man allerdings von keiner Umleitung, sondern einer Abweichung vom Fahrplan für Zugmeldestellen. Genug der Vorrede, kommen wir zum Herzstück dieses Films, der operativen Umleitung bei Betriebsstörungen wie der Totalsperrung einer Strecke oder einer Unregelmäßigkeit, die die Restleistungsfähigkeit der Infrastruktur so sehr einschränkt, dass der komplette Verkehr nicht mehr abgewickelt werden kann. Grundlage der folgenden Ausführungen ist die Richtlinie 420 der DB Netz AG namens Züge aus Betriebszentralen disponieren. Und ich erläutere euch das Vorgehen anhand eines Exempels. Wir sehen 2 Leute, die Strecke Hamburg-Bremen im Bahnhof Oberneuland überqueren. Wenn jetzt der ICE mit 160 Sachen um die Ecke schießt, scheppert es.
Und man darf davon ausgehen, dass sich hier in den nächsten 3 Stunden kein Rad dreht. Diese Information geht von der Betriebszentrale des Netzes, der BZ, an die Leitstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVU, für die Reisezüge, also an DB Fernverkehr, Flixtrain und Metronom. Die wissen jetzt, aha, in Oberneuland läuft erstmal nichts, jetzt müssen wir gucken, was wir mit unseren Zügen machen. Im Fahrplan dieser Züge sind keine Angaben für abweichende Laufwege hinterlegt, über die der gesperrte Bahnhof Oberneuland umgangen werden kann. Ergo ist das Umleiten unter erleichterten Bedingungen nicht möglich. Der Bereichsdisponent Reisezug in der BZ muss somit Umleitungsfahrpläne erstellen und diese den EVU sowie den Fahrdienstleitern am Umleitungsweg zuspielen, wobei die Zugnummern beibehalten werden. Vor Umsetzung konkreter Maßnahmen hat er jedoch zu klären, welche Züge überhaupt umgeleitet werden dürfen. Stichwort Beförderungsbedingungen. Im Reiseverkehr sind derlei Restriktionen überschaubar und das Prüfprozedere gerade auf häufig genutzten Umleitungswegen ein Selbstläufer. Aufwendiger ist die Sache bei Güterzügen, bei denen außergewöhnliche Sendungen zu berücksichtigen sind, die eine Umleitung verunmöglichen. Der Bereichsdispo erstellt den Fahrplan auf Basis der vom EVU zu liefernden aktuellen Zugcharakteristik. Bespannung, Höchstgeschwindigkeit, Bremsverhältnisse, Last, Länge, wobei die Daten in der Regel automatisch aus dem Leitsystem übernommen werden. Entscheidende Angaben im fertigen Dokument sind die Verweise auf den jeweiligen Ersatzfahrplan, die entsprechende Seite darin und die für die Geschwindigkeit maßgebliche Spalte, während die Uhrzeiten Schall und Rauch sind. Zwar prüft der Bereichsdispo die Netz- oder Trassenverträglichkeit einer solchen Maßnahme, also die negativen Auswirkungen auf die planmäßig auf der Umleitungsstrecke verkehrenden Züge, die Fahrpläne konstruiert er allerdings nicht konfliktfrei. Daher der Zusatz, Zugfolge mit nicht genannten Zügen regeln die Fahrdienstleiter gegebenenfalls im Benehmen mit der BZ oder Zugüberwachung. Salopp gesagt, wird der umgeleitete Zug dispositiv irgendwie durchgewurstelt. Das alles mag aufwendig und zeitraubend klingen, ist es aber nur scheinbar, denn der Umleitungsfahrplan ist mit ein paar Mausklicks binnen einer Minute erzeugt und verschickt. Insbesondere zu Beginn einer Störung kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, weil zwischen dem Bereichsdispo und den IVU-Leitstellen in dieser Phase ein erhöhter Abstimmungsbedarf hinsichtlich Art und Umfang der Einschränkungen sowie der betrieblichen Möglichkeiten besteht. Wenn der ICE ins Rheinland bei Eintritt der Oberneuland-Störung schon kurz vor Sagehorn ist, wo auf die Bremer Güterumgehungsbahn abzweigen kann, wird sich eine mehrminütige Standzeit kaum vermeiden lassen. Ist er noch vor Rothenburg, darf man davon ausgehen, dass der Umleitungsfahrplan fertig ist, wenn er Sagehorn erreicht. Die Richtlinie 420 sieht übrigens vor, dass der Bereichsdispo zwar die Voraussetzungen zur Umleitung prüft, aber den Fahrplan bei seinem Kollegen vom Gelegenheitsverkehr bestellt, quasi einem hauptamtlichen Fahrplankonstrukteur. Sie nennt allerdings ausdrücklich die Möglichkeit, dass der Bereichsdispo den Fahrplan zur unmittelbaren Fortführung des Zugbetriebs nach Störungseintritt selbst schreibt und bekannt gibt. Besonders im Reiseverkehr ist das auch im weiteren Störungsverlauf gelebte Praxis, weil dies mit den zur Verfügung stehenden EDV-Anwendungen dermaßen schnell zu bewerkstelligen ist, dass es keinen Vorteil birgt, noch einen zusätzlichen Mitarbeiter ins Boot zu holen. Für gewisse Szenarien auf wichtigen Hauptstrecken sind, abhängig von der Verkehrsart und gegebenenfalls aufgefächert in Fern- und Nahverkehrslinien, definierte Maßnahmen im Dispositionshandbuch hinterlegt. Davon wird jedoch oft aus diversen Gründen abgewichen, sodass der Bereichsdispo seine Fahrpläne trotz allem nicht ohne Rücksprache mit den EVU raushauen kann. So bricht das Konzept wie ein Kartenhaus zusammen, wenn die festgelegten Umleitungsstrecken ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind, ein Triebfahrzeugführer dort keine Streckenkunde besitzt oder ein planmäßiger Personalwechselbahnhof nicht angesteuert wird. In diesen Fällen werden andere als die im Dispositionshandbuch vorgesehenen Umleitungswege genutzt oder die Beteiligten einigen sich darauf, einen Zug bis zum Entfall des Umleitungsanlasses auf einem geeigneten Bahnhof zu parken. Um auf unser Oberneuland-Unglück zurückzukommen, wie schon angedeutet, bietet es sich für den Fernverkehr an, die Züge zwischen Sagehorn und der Abzweigstelle Gabelung über die Güterumgehungsbahn zu leiten, womit der Verkehrshalt Bremen Hauptbahnhof ausfällt. Das kann durch einen Zusatzhalt in Kirchweihe immerhin teilweise kompensiert werden, um die Reisenden nach Bremen in die Freiheit zu entlassen.
Die Fahrgäste von Bremen haben, so gemein es klingen mag, das Nachsehen, wobei alle Entscheidungen bezüglich der Reisendenlenkung in der Verantwortung der EVU liegen. Durchaus spannend ist das Vorgehen im Fall Oberneuland auch bei den Regionalzügen der Firma Metronom, weil mehrere Möglichkeiten bestehen. Zum einen die Umleitung von Sagehorn über Gabelung bis Kirchweihe, dort Fahrtrichtungswechsel und zurück via Gabelung nach Bremen Hauptbahnhof. Zum anderen ab Rothenburg nach Verden, dort Richtungswechsel und via Achim nach Bremen. Bei beiden Varianten kommt als Schmankerl das Umleiten unter erleichterten Bedingungen ins Spiel, weil im Zulauf auf Bremen ab Hastedt bzw. Seebalsbrück alternativ die Personen- oder Güterbahn genutzt werden kann. Wenn auf diesen zwei Umleitungswegen keine Störungen oder Bauarbeiten die Durchlassfähigkeit beeinträchtigen, sieht der Bereichsdispo das emotionslos und überlässt der Metronom-Leitstelle die Wahl des Weges. Denkbar ist allerdings auch, dass der Metronom gar nicht mit allen Zügen bis Bremen fahren möchte, weil sie durch die Umleitungen erhebliche Verspätungen anhäufen würden. Die EVU entscheiden auch, in welchem Umfang Teilbetriebe rechts und links einer Sperrung aufrechterhalten werden und stimmt dies mit dem Bereichsdispo ab. Der Metronom kann von Hamburg bis Ottersberg fahren und dort wenden. Die Leitstelle könnte jedoch bestimmen, beispielsweise schon in Rothenburg umzukehren und nicht bloß Sagehorn und Oberneuland, sondern sämtliche Bahnhöfe zwischen Rothenburg und Bremen per Busnotverkehr zu bedienen. Unschön, aber durchaus realistisch ist eine Situation, in der ein EVU darauf besteht, eine vom Bereichsdispo abgelehnte Umleitung zu nutzen. Im Oberneuland-Exempel unwahrscheinlich, aber wir unterstellen mal, dass der Abschnitt Achim-Mahndorf baubedingt nur eingleisig zur Verfügung steht und keine zusätzlichen Züge aufnehmen kann. Sollte sich der Metronom partout nicht von den Überzeugungskünsten des Bereichsdispos beeindrucken lassen, ruft dieser den Netzkoordinator, den Schichtleiter der BZ, zu Hilfe. Der hat den Letztentscheid und wird ein Machtwort sprechen. Ein seltener, aber nicht völlig an den Haaren herbeigezogener Fall. Bei Großstörungen, die sich über mehrere Tage oder eventuell sogar Wochen auswirken, vielleicht eine dicke Entgleisung oder ein kapitaler Brückenanfahrschaden, geht die Zuständigkeit zur Abstimmung und Umsetzung der Fahrplanmaßnahmen nach spätestens 24 Stunden von der BZ auf den Gelegenheitsfahrplan über. Zur Abrundung eine Spitzfindigkeit. Umleitungen im Sinne der Richtlinie 420 sind immer netzveranlasst, also auf eine infrastrukturelle Einschränkung zurückzuführen. Sie bilden den Gegensatz zu einem Wunsch eines EVU, etwa zur Reihungsberichtigung, der jedoch keine Umleitung auslöst, sondern eine Änderungsbestellung mit der Folge eines komplett neuen Fahrplans unter anderer Zugnummer bis zum Zielbahnhof erfordert. Keine Regel ohne Ausnahme. Ist der Zug bereits am Startbahnhof abgefahren und tritt danach beispielsweise eine Störung am führenden Fahrzeug auf, deren betriebliche Auswirkungen durch das Drehen des Zuges reduziert werden können, wird dieser gemäß dem oben beschriebenen Prozedere umgeleitet, obwohl die Infrastruktur voll verfügbar ist. Das war viel Input und eigentlich bin ich noch nicht am Ende, aber ich mache es kurz. Neben den operativen gibt es noch baubedingte Umleitungen. Die werden im Vorfeld zwischen DB Netz und EVU abgestimmt und zwar so rechtzeitig, dass die geänderten Fahrzeiten bei der Buchung von super-duper Sparpreisen berücksichtigt sind. So sollte es zumindest sein. Allerdings klappt das nicht immer und deshalb zerreißt es viele Reiseketten und sorgt für Verdruss bei den Kunden, wenn der gebuchte Zug 2 Stunden früher abfährt und vielleicht sogar auf anderen Bahnhöfen stoppt, als es beim Fahrkartenkauf 3 Monate zuvor verauskunftet wurde. Anders als bei der eingangs erwähnten Streckensperrung Kassel-Fulda erfolgt die Bekanntgabe des geänderten Laufwegs und sonstiger Abweichungen mittels Fahrplananordnung. Die Triebfahrzeugführer finden darin den Verweis auf die Ersatzfahrpläne und die Fahrdienstleiter übernehmen die Angaben in die Anordnungen über den Zugverkehr. Das reicht dann aber auch für heute. Schön, dass ihr euch von mir habt umleiten lassen. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Ausflug.